waren seine letzten Worte. Ja komm, explodier auch, Arsch. Oh, dann halt nicht. Dann muss ich ja töten, so ist mir egal. Das Bergarbeit, das Freude. Zisch, bumm. Warum ist hier Holz? Hier ist Holz. Vermutlich, weil dort ein, genau, Dingens ist. Also nicht ein, sondern Gedär. Wahrscheinlich immer noch derselbe Gang wie vorher. Ich gehe mal in die andere Richtung gucken. Der ist hier zu Ende. Ja, hat sich ja gelohnt. Hat sich total gelohnt. Die Lava da auch weg sein? Ja. Da schwört er so ein Skelett. Kann ich diesmal angreifen? Hier wieder nichts. Okay, dann ist da auch wieder nichts. Da ist ein Zombie. Ja, den sehe ich auch. Aber ich sehe auch noch was anderes. Ich sehe tote Viecher. Ich kann tote Dinger sehen. So, hier sind wir lang gekommen. Echt? Ja, ich würde sagen, sollen wir zurück, oder? Warte. Ich habe hier noch Eisen. Eine Eisenerzmine. Nicht eine Mine, eine Eisenerzvorkommen gefunden. Weil wir wollten eigentlich Eisen haben, ne? Oder? Eisen schadet nicht. Eisen tut nicht schaden, nein. Wäre natürlich ganz geil, wenn irgendwo mal eine Kiste wäre oder so. Mit 10 Diamanten, ne? Mindestens. Und Gold. Zombie! Ja, ich habe noch ein bisschen wenig Kohle. Oh, hier ist auch Kohle. Müsste ich mal einsammeln. Über uns sind Spinnen. Irgendwo. Und da ist Wascher. Ein Zombie hing am Glockenseil. Ich glaube, da war noch irgendwo ein Zombie. Irgendwo da bei dir? Hier ist er zum Beispiel. Und da ist noch ein Enderman. Boah, sind hier viele Zombies. Ein Spawner. Meinst du? Ja, könnte gut das durchaus sein. Durchaus möglich. Ja, da kommt noch mehr. Ich sehe alle mir vorbeigelaufen, wie geil. Wie soll man denn den Enderman da kriegen? Das ist total dumm. Angucken. Ja, aber der kann ja sich quasi, wenn er sich wegteleportiert, dann findet ihn nie wieder. Oh, hier ist ein Creeper. Hör ich. Ja, jagen geschickt. Gehen genau zu mir. Du bist im Weg. Dein Gesicht war im Weg. Du passt auf mich auf, ne? Was? Nicht? Ich höre gerade. Am besten ist. So. Ja, ich höre das auch. Ich weiß nicht wo. Achso, ja, dann ist egal. Wenn keiner weiß, wo es ist, dann kann es auch keinen. Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Genau. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß von nichts. Ich bin Level 30. Krass. Habe ich in der ersten Staffel nie geschafft. Das heißt nicht zu laut. Ja. Ich weiß. Ach, guck mal, jetzt direkt wieder weiter. Na, schön. Super. Also, ich bin für Rückzug. Geordneter Rückzug. Ah, Kiste. Perfekt. Zack. Und was ist drin? Ein Sattel und Biomessenzen. Und ich weiß nicht, wofür die gut sind. Wenn irgendjemand, der das gerade sieht, weiß, wofür diese Biomessenzen sind, bitte, bitte, bitte sag uns, was wir damit machen sollen. Ich habe null Ahnung, was das soll, das Zeug. Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Komm lieber zurück. Ich bin dabei. Ich glaube, ich spinne. Da bin ich schon. Guck mal hier. Wie schnell ich bin. Komm, lass uns gehen. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Über Hamburg, Berlin oder Köln? Nee. Weder noch. So, warte, ich musste noch ein Gold holen. Ich konnte das Gold nicht liegen lassen. Wo bist du denn da? Wo bist du denn hier? Wo bist du denn überhaupt? Komm weiter, ich bin an der Treppe. Ach, an der Treppe. An welcher Treppe? Ach, an der Treppe, Treppe. Treppe? Ach so, ja, stimmt, hier sind wir hergekommen. Oh, ist ja perfekt. Like oh. G6. Ja, da kriegst du ja sonst einen am Gigi, wenn du da jetzt mal, ne? Und so. Flupp, so.
Da kommt er an. Ich muss auch dringend mal was essen. Voll die Attacke. Von ihr sieht man voll mysteriös da oben alles leuchten. Da weiß man gar nicht, was das ist. Da leuchtet alles voll mysteriös. Der ist schon wieder ein Troll vor deiner Hütte. Das gibt's doch gar nicht. Troll? Ja, so ein Oger mit zwei Köpfen. Jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt sehe ich ihn aber. Okay. Ich mach da nichts. Aber das ist... Ich gehe in mein Bett. Kann und dann ist er weg. Mach mal, dann macht er alles kaputt. Nö, ich hüpfe mal unten noch rein und schlaf mit. Also, mit dem Oger. So, ich liege im Bett, ich liege im Bett, ich liege im Bett. Ich liege im Bett, ich liege im Bett, ich liege im Bett. Ich auch. Ich liege im Bett, ich liege im Bett, ich liege im Bett, ich liege im Bett, ich liege im Bett. Licht im Bett, ich liege im Bett, Licht im Bett. Licht im Bett, Licht im Bett. Haben wir nur noch Schwarzeichen. Und hier ist Eisenerz. Und ich habe Biomessenzen und ich weiß nicht wofür. Ich habe schon überlegt, ob man da nicht vielleicht irgendwie das irgendwo hinklicken kann und dann an der Stelle automatisch das Biom dann geändert wird, weißt du? Ach so. Wenn du dann irgendwo Wüste haben willst, dann kannst du da selber Wüste hinlegen oder so. Müsste man mal ausprobieren, ne? Weißt du was? Ich glaube, das mache ich mal. Weil ich kann ja mal da runterfliegen kurz. Ich fliege mal kurz hier runter. Weil hier ist ja, ne, und so. Komisches Biom. Weiß nicht, ob das klappt. Ich auch nicht. So, was habe ich denn hier? Ich habe Highland, ich habe Woodland und ich habe Mushroom Island. Ne, dann nehmen wir mal Highland. Dann ist das nicht ganz so unterschiedlich. Muss ich nur einmal gucken, dass ich hier nicht von irgendwem gekillt werde. So, Biomessenz. Piu, 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 piu. Ich konnte es irgendwo anwenden gerade. Für irgendwas. Nee, das waren die Beeren, die ich eingesammelt habe. Die Berries. Passt. Wer schreit denn da so? Nö, ich weiß echt nicht, wofür das nie gut sein soll. Null Ahnung. Totally kein Plan. Oh, jetzt habe ich den Wasserablauf gespoilert. Na egal. Wird Schlimmeres. Nein! Doch, habe ich. Da, und man sieht so ein bisschen die Mauer, die hier einmal rumgeht. Aber die ist noch in Mache. Und ja. Aber das wird alles noch später fortgeführt. Das ist alles noch nicht fertig. Habt ihr alles nicht gesehen? Habt ihr alles gar nicht gesehen. Wir können halt nur nicht alles auf einmal. Und wir wollen ja eigentlich gar nicht so viel, was wollte ich sagen? Offscreen machen. Genau, offscreen machen. Zumindest nicht hier. Aber manches bietet sich einfach an, weil das einfach für euch auch schnarchend langweilig wäre. Eben, wenn wir da 1000 Millionen Jahre lang so eine Mauer bauen, dann will das einfach immer keiner mehr sehen. Und von daher, jetzt so in die Höhlen und so ein bisschen Zeug sammeln und so, das ist immer ganz cool, aber ja, ich hätte Holz mitnehmen sollen. Hast du was zu essen dabei, zufällig? Weil wenn es Fleisch sein darf. Ja, ich nehme auch Fleisch. Ich meine, wir haben zwar hier, wir können zwar so ziemlich jedes Lebensmittel mittlerweile herstellen, was es so gibt, gefühlt. Inklusive, ja, schick mich noch in die Bezäunung, danke. Wuff, 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 wuff. Böse. Ja, kommt mit 15 gebratenen Koteletts. Was ist mit dir los? Sind die denn alle her? Von meiner Untergrundkuhfarm. Deine Untergrundkuhfarm? Gibst du zu, die hast du dir voll ercheatet. Was? Ich glaube dir kein Wort. Say what? What? Say what, what? I like what, what? Nee, das war was anderes. What? War das South Park, oder? Ich glaube, das ist in South Park mal vorgekommen, aber das war eigentlich ist das was anderes. I like, ja, wohl, what? Das jetzt hier dich näher erörtern. Also, ich sag mal, wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, dann habt ihr sowieso die 90er verpasst. Von daher ist dann eh alles egal. Also, die 90er, beziehungsweise nicht nur die 90er, sondern auch das Internet in den 90ern. Und das mag was heißen. Ja, weil da war das Internet nämlich noch richtig cool. Da gab's nämlich noch nichts von wegen Facebook und so ein Kack. Da gab's noch nicht mal StudiVZ. Da gab's nur Knuddels. Da gab's nur Knuddels für Pädophile und ICQ. ICQ, genau. Und MSN, der ja auch schon ad acta ist. Genau, da haben wir noch kennt. Mit einem 56K-Modem und über AOL eingeloggt. Ja.
Dann macht er das ganz schöne Geräusche. Boah, sind wir alt. Wie so ein Drucker. Wenn ihr euer Faxgerät nicht richtig einstellt, dann hört sich das so an. Wie euer 3D-Drucker. Wie euer 3D-Drucker, Kinder. Kinder. Oder damit vergleichen. Kinas. 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 Damals war halt alles besser. Wir sind mittlerweile auf dem Level angekommen, wo das wieder stimmt. Damals war halt alles besser. Gab es noch keine iPhones, die man in die gewünschte Form bringen konnte? Richtig. Da gab es noch Klapp-Handys. Heute kannst du einfach dein normales Smartphone knicken. Kannst knicken, du. Das ist auch so bescheuert. Das Bandgate, mein Gott. Das ist auch so dumm, ne? Hat sich jetzt auch irgendwie geklärt, ne? Hast du auch gelesen? Das war auch nie ein Problem. Das war nur, weil irgendwelche Deppen wieder meinten, die müssten irgendwie irgendwelche Sachen mit ihren Handys machen, die normalerweise Menschen mit ihren Handys nicht machen. Ja, ich meine, wer sich auch ein, ich sag jetzt mal, 900-Euro-Gerät hinten in die Arschtasche schiebt und sich dann darauf setzt und sich dann wundert, dass das irgendwie nicht so ganz so heil bleibt, dann weiß ich auch nicht mehr, wo man da noch ansetzen soll. Ja, da kann man nicht, da kann man nur noch nachladen und versuchen zu treffen. Ja. Es ist dann so, Also ich habe bis jetzt noch keine Verbiegung feststellen können. Aber du hast auch das Plus, ne? Yes. Also du hast auch jetzt das Problem, dass nirgendwo mehr das irgendwo reinpasst. Passt alles. Ich habe ja nur noch die Baggy-Hosen aus den 90ern. Ach so, stimmt. Du läufst hier nur mit Baggies rum. Ja. Du bist ja voll Hip-Hop. Hip-Hop, hooray. Hey, what? Du bist so Wu-Tang Clan, ey. Das gibt's gar nicht. Ja. Ah, falsch gesetzt den Block. Salamander Licht. Statt Zalando. Das ist eben meine Lieblingsstelle von dem Lied. So, ja, Knicklichter. Was sagt denn die Uhr? Ach, guck mal, wir haben noch 7 Minuten noch. Na gut, die kriegen wir noch voll. 7 Minuten kriegen wir noch irgendwie gefüllt mit irgendwelchem Schuss. Ist noch ein Schwank aus deiner Jugend, den du hier noch schmettern kannst? Den ich so hinschmettern kann, den ich aufs Parkettzimmer. Aus einer Zeit, als man noch Wörter gebraucht hat, die man heutzutage nicht mehr gebraucht. Spielt man eigentlich noch mit Magic-Karten? Ja. Das ist nicht auch voll 90er? Das ist voll 90er, aber es gibt noch viele Leute, die mit Magic-Karten spielen. Es gibt Magic auch mittlerweile für den PC. Ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Kommt nur dummerweise jedes Jahr raus und du musst dann über online dir die ganzen Kartenpakete kaufen, was total dämlich ist. Weil du es halt jedes Jahr neu machen musst. Das ist voll hohl. Also das bin ich noch kein so großer Freund von. Ist aber so vom Spielen her ganz geil. Aber da kann man auch einfach Hearthstone spielen. Hearthstone. Hearthstone? Wie sagst du das eigentlich immer noch nicht? Ich will dich mal besiegen. Vielleicht deswegen nicht. Ach, deswegen? Weil du meint Angst hast zu verlieren. Ja. Ah, ich verstehe. Nee, ist doch gibt's auch für Mac und ist doch umsonst. Kann man doch mal machen. Ist doch eigentlich ganz cool, das Game. Für umsonst ist das eigentlich ganz gut. Muss ich ja mal sagen. Ich bin ja kein so, ne? Blizzard und so, wir sind ja keine so guten Freunde mehr, aber das Spiel ist schon nicht schlecht. Seid ihr nicht mehr Freunde? Ja, nicht mehr so wie früher mal. Hast du Freundesliste geschmissen? Ja, ich habe die aus der Friendlist gekickt. Vor allem jetzt, wo sie Titan eingestellt haben, also die haben ein Spiel eingestellt, was nie angekündigt war, aber es ist trotzdem eingestellt und das war halt so die neue große, die MMO-Hoffnung, das nächste große Blizzard-MMO nach WoW und dann jetzt nach 7 Jahren, ne, wir haben einfach aufgehört, wir haben keine Lust mehr. Toll, danke. Oh. Danke. Bitter. Ja, ich meine gut, da wusste keiner, worum es geht und so, weil alles neu und hier und da, aber einfach mal 7 Jahre rein investiert und jetzt, ja, ach nö, wir haben aufgehört. Wir wissen nicht mehr genau, was wir machen. Wir haben die Idee verloren. Jetzt ist der Spielspaß quasi. Wenn wir das jetzt so machen würden, dann wäre das irgendwie uncool, das Spiel, weil sowas würde keiner mehr spielen. Und ja, deswegen haben wir es jetzt einfach eingestellt. Ja, danke dafür, ey. Dafür habt ihr uns 7 Jahre lang auf heißen Kohlen sitzen lassen und uns nichts verraten. Und jetzt machen sie einen Rückzieher. Da denke ich mir, ja, das ist super. Ach, die Flügel sind nicht mal kaputt. Deswegen kann ich nicht mehr fliegen. Ha, ich wundere mich schon. Es fiebt? Warum fiebt es hier? Wahrscheinlich fiebt? Irgendwo ist hier eine Maus oder eine Ratte. Was? Der Boden fiebt. Wir haben Ungeziefer in unserem Stall. Irgendwo hier.
Dachte, du spielst wieder im Keller. Nee, ich spiele. Ich, nee, die sind in-game, die Viecher. Wir haben echt Ungeziefer hier. Irgendwo. Ich höre die ganze Zeit so kleine. Sag mal. Ey, du das auch hohl? Ja, deswegen, ja. Das, ich weiß, dass hier unter den Feldern auch hohl ist. Ich kenne deine Art zu bauen. Ja. Siehst du genau dort? Da ist sie. Ah, jetzt komme ich den raus. Ach so, ich habe noch andere Federn, Flügeln. Flügeln. Alter, was ein Geräusch. Was ein Geräusch. Oh, ich bin angegriffen. Das ist eine Gummimaus? Eine Gummimaus? Du bist mal eine Gummimaus. Eine Gummiente. Eine Gummimaus. Was ist denn eine Gummimaus? Sekunde, da ist die Maus, ist gerade abgenippelt und hat dann irgendwas fallen lassen. Ein Gummispiel. Ein Mäusespielzeug. Oder Junges. Sie hat Junge fallen. Und es ist eine Raw Rat. Ja klar, die kann man kochen. Ja, hast du eine Raw Rat. Ich krieg eine rohe Ratte. Ja, danke. Die sah super aus. Das ist ja ein Tampon mit Augen. Ja, guck doch mal hier. Hier, guck doch mal da. Guck mal. Ja, ich habe auch noch da. Hier so einen benutzten Tampon. Mit Augen. Super geiles Ding, ey. Ich gehe die mal irgendwie braten. Obwohl, gehe ich die braten? Weiß ich noch nicht. Ui. Sind die schon durch? Achso, du pflanzt neue. Aber das Weed ist, glaube ich, fertig, ne? Ja. Zumindest teilweise. Das macht doch nicht alles. Da macht doch alles. Mach doch, was du willst. Ist immer irgendwo eine Maus. Naja. Die will ich jetzt nicht mehr töten, jetzt. Nee. Also ich habe hier keine schlimme Dinge Bilder vor Augen. Ich bin auf ewig gezeichnet. So, aber guck mal, wir haben noch voll viel schon wieder hingekriegt heute. Muss ich auch sagen. Hat zwar auch wieder 2 Stunden gedauert, aber ist ja egal. Wir haben noch viel besorgt und so. Hätte ich nicht gedacht, dass du das kannst. Ja, ne? Aber finde ich noch, gut. Jetzt müssen wir das Dach da oben fertig. Wir brauchen Schwarzeichenholz dringend. Und dann müssen wir die Heuscheune noch vervollständigen. Und ich werde die Tür noch umsetzen. Ja, achso, und da muss noch Zaun hin. Aber ich habe jetzt keinen mehr. Ja, gut. Nächste Mal. Genau, nächste Mal. Ich würde sagen, wir machen, wir haben ja nämlich jetzt auch genau, ja, 2 Stunden gleich weg. Sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle dann auch einmal Ende. Obwohl wir haben noch, oh mein Gott, wir haben noch 1 Minute. Hast du noch 1 Minute? Willst du noch was erzählen? 1 Minute? 1 Minute? In einer Minute könnte man, da kann man noch eben Zaun holen. Dann geh mal Zaun holen. Mach das. Ich könnte dich satteln. Nee, das hört sich falsch an. Wie bitte? Ich habe einen Sattel dabei. Das Zaun. Wir sollten übrigens Holz-Slabs über diese Wasserdinger machen, oder? Nein. Oder meinst du, sieht geil aus, weil wegen Wasser? Sieht, genau, und auch wegen Licht. Oh, das war auch meine. Was? Flügel. Sind jetzt auch im Eimer. Ah ja, du bist sehr flügellos gerade. Nee, nur weil ich da ständig reinfalle und dann immer die Felder so kaputt sind. Ja, da sollte man nicht drauf springen, das ist schon richtig. Ja. So, damit bin ich auch fertig. So, gut. Ja, wunderbar. Hat auch genau 1 Minute gedauert ungefähr. Und dann sage ich mal, wir sehen uns, ich weiß noch nicht wann, aber auf jeden Fall in der nächsten, wann die kommt. Aber wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht es gut. Tschüss von mir, dem Eskat und dem Maisel. Bye-bye. Ciao.